liebe Freunde, liebe Mitstreiter, liebe Technikinteressierte. Heute wieder ein Video aus dem Wald und heute geht's um eine Mäusefalle. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe hier eine Mäusefalle geschenkt gekriegt. Die soll Bluetooth haben, also sprich einen digitalen Sender, damit man auch gleich weiß, wann die Maus drin ist. Und naja, wenn man die so anschaut, ich zeige es euch vielleicht noch auf größerer Perspektive, die schaut gar nicht so aus, als ob sie eine Elektronik oder eine Batterie oder einen Sender drin haben könnte. Und darum dachte ich, wir machen mal den einfachen Test. Jetzt schauen wir uns diese Falle mal genauer an. Man sieht jetzt vorne schon in der Aufschrift die Rede hier von Bluetooth. Und auch an sich ist es eine ganz raffinierte Falle. Wenn man die hier aufstellt mit einem Fingerklick, ist die quasi gestellt. Und wenn dann was reinkommt, zack, ist sie auch schon zugeschnappt. Also das macht ganz schön einen Klacks auf den Finger, wenn man mal seine Finger reinsteckt. Und jetzt schauen wir mal mit dem E-Smoke-Spion, was wir hier haben. Und wir sehen jetzt erstaunlicherweise, sehen wir hier von der Falle kein Signal. Also wir haben hier im leichten Format irgendwie ein bisschen Radio hier an dieser Stelle im Wald. Aber wir haben kein Signal. Also das heißt, diese Falle, hoppala, ist tatsächlich strahlungsfrei. Und ich denke, wenn man einen Strichcode lesen könnte, könnte man rausfinden, was die Aufschrift soll. Und ich vermute, dass es dort ein Zusatzgerät gibt, ein Zusatzteil, was man hier anbauen kann, was dann praktisch einen Bluetooth-Sender beinhaltet und dann zum Smartphone die Signale funkt, falls eine Maus in der Falle ist. Also kurz gesagt, diese Falle ist strahlungsfrei und es scheint da einen Zusatz zu geben oder ähnliche und andere Modelle mit einem Bluetooth-Sender. Also wenn ihr wieder solche Geräte habt, einfach mir zuschicken und ich werde sie dann testen und euch hier immer ein kleines Video dazu geben. In diesem Sinne, alles Gute hier aus den schönen letzten Funklöchern Deutschlands. Alles Gute, euer Uli Weiner.